Einen wunderschönen guten Morgen. Freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es mal Neues vom Korallenbeach. So, hier sind sie soweit fertig mit dem Radweg. Jetzt werden wieder Bäume gepflanzt. Auf indonesische Art. So, bis die mit dem Baum soweit sind, schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Ein Stückchen weiter ist er noch dabei. Morning, Bagé. Ja, die Instagrammer sind auch da. Ja, hier sind sie auch fleißig. Da haben sie was Neues gebaut. Was das ist, weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall, da haben sie auch schon Fundamente. Wir werden das beobachten. Die haben auch ausgeschlafen für heute. Auch einen schönen Platz besucht. So, da gehen wir noch mal schauen, wie weit die mit dem Baum sind. Stück für Stück geht's voran. So, hier Rudi arbeitet erstmal, weil da oben ist ein Ast im Weg. Aber das kriegen sie sicher hin. Wir gehen jetzt mal zurück, schauen, was mein bestellter Eiskaffee macht. Mal spitzeln, was mein Eiskaffee ist. Ja. Mit Liebe gemacht. Für 5000 Rupia, das ist 33 Cent. Ja. Now I'm happy. Ja. Super. So, ich gehe jetzt mal eine Runde schwimmen und warte mal auf Mama Bali. Die ist beim Friseur, aber wenn die zurückkommt, schauen wir mal, ob der Friseur fleißig war. So, ich sehe gerade, da findet auch wieder eine Zeremonie statt für Wassergott oder Wassergötter. Aber das kennt ihr ja schon aus verschiedenen Filmen von uns. Und da oben läuft auch Mama Bali. Mal gucken. So, Name, Schatz, wie war's? Erfolgreich?
erfolgreich und viel Geld ausgegeben. Was verstehst du nach viel Geld? 50.000 für ein Haarschnitt, nachschneiden. Wow, das sind ja fast 4 Euro. Wow, hast du gut gemacht. Und ich war nach einem Bikini gucken, aber wir haben keinen. Boah, gucken wir nächstes Mal nochmal. Ja, ich fahre sogar da hinten den Harry. Ui. Harry oder Hardys, da streiten sich immer noch die Gemüter, aber ist ja nicht wichtig. Wir wissen alle, was wir meinen. Eben. Ja, dann entspann dich mal, mein Schatz. Ja, wir liegen jetzt beide in Pole Position. Wir werden jetzt hier noch gemütlich was frühstücken. Dann noch eine Runde schwimmen gehen. Und am Mittag geht es dann noch ein bisschen ins Haus, weil so ein ganz freier Tag, das können wir auch nicht. Irgendwas müssen wir immer tun. Ich hoffe, die paar Eindrücke haben euch gefallen. Passt auf euch auf, wir sehen uns mal wieder. Bleibt gesund. Euer Papa und Mama Bali. Tschüss.